Weit mehr als 1 Million Menschen in Deutschland leiden an dieser Suchterkrankung. Meist ist ein Entzug aussichtslos. Doch es gibt Hoffnung. Wenige sind dieser Sucht entkommen. Laut dem Statistischen Bundesamt liegt die Chance, dieser Sucht zu entfliehen, bei unter 20%. Dieser Beitrag soll informieren und vor Gefahren warnen. Ein paar ehemalige Süchtige haben sich bereit erklärt, uns zu berichten, wie sie dieser Sucht entkommen sind. Ich bin Nico. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin abhängig. Es fing alles damit an, dass ich an einem warmen Sommertag ein Eis wollte. Und meine Mutter war gerade in der Stadt und hat mir dann ein Froyo mitgebracht. Und er schmeckte so gut. Und da musste ich jeden Tag einen haben. Ich bin jeden Tag hingegangen und habe mein ganzes Geld ausgegeben, nur um ein Froyo zu essen. Und wenn ich mal kein Geld hatte oder die zu hatten, dann wurde ich richtig aggressiv und ich hab alles dafür getan, dass ich ein Froyo haben konnte. Irgendwann hatte ich auch kein Geld mehr. Meine Eltern haben mir nichts mehr gegeben. Ich war nicht arbeiten oder so. Dann musste ich mir das Geld irgendwie anders beschaffen. Und dann bin ich Autorennen gefahren. Jetzt wieder nur, ne? Ich muss ja nicht mehr so filmen. Hallo, ich bin's Philipp und bei mir ist halt noch nichts so von Heilung her, aber ich will halt trotzdem so ein bisschen was erzählen von meinen Erfahrungen. Also das hat schon echt vor einer langen Zeit angefangen. Ich weiß auch echt nicht mehr wann. Ich wollte das eigentlich nur mal ausprobieren. Und ich habe halt manchmal 10 und manchmal echt schon ganz schön doll viel mehr gegessen davon. Vom Geld her war das halt auch irgendwie scheiße, weil ich hatte halt gar keins mehr und ich konnte halt auch nichts mehr leihen, weil meine Freunde, die habe ich auch schon alle dadurch verloren. Und deswegen musste ich dann halt irgendwann auch anfangen mit Klauen und so. Ja, es war alles nicht so ganz schön. Ich habe halt fremde Leute in der Stadt überfallen und habe ihr Geld geklaut. Und es wird immer schlimmer. Keiner kann mir helfen. Keiner! Frau Professor, Dr. Professor Med. Frau Schlutter ist eine staatlich anerkannte Präventionsbeamtin. Sie und ein abhängiger Patient haben zugestimmt, uns bei einer Therapiesitzung zusehen zu lassen und diese im Nachhinein nachzustellen. So, Herr Brünger, genau. Sagen Sie, wie geht es Ihnen in letzter Zeit? Hatten Sie einen Rückfall? Ja, das war vor 2 Tagen. Sie haben mir ja als Erinnerung ein blaues Auge aufgetragen und da hat halt der Schmerz etwas nachgelassen und dann habe ich wieder andere Gedanken gekriegt und ja. Das verstehe ich, Herr Brünger. Wirklich. Ich verstehe das. Ich verstehe Sie, Herr Brünger. Wirklich ganz doll. Ganz gut. Danke. Das tue ich gerne für Sie, Herr Brünger. Wir haben ja beim letzten Mal über eine abschwächende Dosierung gesprochen, da der kalte Entzug ja nicht funktioniert hat. Deswegen möchte ich Ihnen einen lauwarmen Entzug anbieten. Schauen Sie sich hier einmal diese Schau bitte an. Ich möchte Ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Ich plädiere auf Ihre Vernunft. Fallen Sie nicht in diese Abhängigkeit. Es gibt wenig Aussicht auf Heilung, aber sie ist da. Benötigen Sie Hilfe? Rufen Sie uns an unter 0185 4646. Wir sind für Sie rund um die Uhr da. Nur 136 Cent die Minute. Hier werden Sie geholfen.